Willkommen zurück, Leute, bei Golden Sun 2. Im letzten Part haben wir ein paar... Chins gesammelt. Kann ich die jetzt nicht anschauen auf dem Wasser? Nein. Na gut, dann eben nicht. Und ich habe gesagt, du sollst nicht in den Schatten des Wassers gucken. Dass ich glaube, dass wir hier rüber müssen. Deswegen... Wop, wop, wop. Ach, wir können auch kämpfen. Gehen wir da doch mal hin. Oh mein Gott. Wupp, wupp, wupp. Oh, eisige Tundras. Aha, da können wir auch anlegen. Seht ihr? Alles perfekt. Vielleicht. Ein Isegrim, die kennen wir schon. Ach, ich muss noch was trinken. Alex Goblin. Warum heißt der Alex? Oha. Frage ist, können wir hier schon was machen? Oder nicht? Nee, ich schätze, wir müssen die trocknen, aber das können wir noch nicht. Wir haben noch keine Dürre oder sowas. Apropos! Genau, was ich euch zeigen wollte. Durch die Magins haben wir hier Phönix bekommen, was einen belebten Freund wiederbeleben kann. Sie hier kann 100 KP für jeden auffüllen. Ja, und das... Das war auch schon alles interessant. Naja, hier kommen wir wohl noch nicht weiter, Mars. Aber... Die Welt ist flach. Das Wasser fließt da einfach runter. WTF. Kann ich hier oben irgendwo anlegen? Ja, kann ich. Und zwar genau hier. Alex Goblin. Au, 15 Schaden. Wie kannst du das nur wagen? Was ist das hier? Apogee Archipel. Dies ist Apogee, die östlichste Insel der östlichen See. Wo immer ihr auch herkommen mögt, das war sicher ein langer Weg. Ihr seid sicher hier, um euch die Gaia-Fälle anzusehen. Ich weiß noch nicht genau, warum ich hier bin, kleiner Junge. Ich weiß nicht, was euch nach Apogee führt, aber ihr solltet besser nichts Dummes tun. Das würde ich nie tun. Bin doch nicht verrückt. Das Inn. Keine Ahnung. Seid ihr die Krieger, die mit diesem Boot gekommen sind? Yo. Vor einiger Zeit kamen andere, die ein ähnliches Boot hatten. Ich bin mir sicher, dass diese Art von Booten auf dem Festland gerade sehr beliebt ist. Aha. Warum kann ich hier die Fässer nicht angucken? Oh Mann. Ja, ja, nö, eigentlich nicht. Hi! Aha. Aber zeig erstmal, ob du was in den Artefakten hast. Vielleicht irgendwas Interessantes. Na, Ilia. Nee, wegen einem Punkt. Zwölf, zehn.
hier bringt das viel. Hier gibt's ihm. Ich kann hier Spieleticket kaufen. Wow. So, und jetzt schauen wir nochmal, was du hier hast. Warte mal. Es gibt keine. Naja. Also schauen wir nochmal. Das hier interessiert keinen. Die hier ist immer noch besser. Aber nur 2 Punkte. Ich glaube, dafür will ich lieber kein Geld ausgeben. Aber bei dir. Der Helm. Ja. Nee, sonst bin ich glücklich. Dankeschön. Aber kann ich nicht... Kann ich nicht sagen, hier reparier mein Schwert. Himmelszeichen führen wir leider nicht. Aber ich will das hier schmieden. Ist doch blöd. Tschüss. Dann gucken wir uns hier eben mal um. Was immer ihr vorhabt, segelt auf keinen Fall an den östlichen Rand des Meeres. Dort ist die Welt zu Ende. Niemand weiß, wohin die Fälle führen. Aber es gibt ganz sicher kein Zurück mehr. Okay. Ich glaube dir. Ich habe es nämlich mit eigenen Augen gesehen. Der alte Aquastein soll der Schlüssel sein, mit dem man die Aquainsel betreten kann. Aha. Es ist jetzt schon zu alt dazu, aber mein Mann hat immer davon geträumt, den Aquafelsen zu erklimmen. Das ist ja wirklich interessant. Danke für euer Geld. Ciao. Auf der Aquainsel könnt ihr die Moai finden, die dort Wache stehen. Wegen dieser Moai kann keiner die zerklüfteten Berge erklimmen. Doch ich. Ich kann nämlich alles. Die gewaltigen Wasserfälle am Rand der Welt werden von uns Gaia-Fälle genannt. Ach so. Das ist jetzt sehr interessant. Das ist ein Kerl in der Stadt, der den ganzen Tag an der Quelle steht und den Aquafelsen anstarrt. Warum hört mein Vater nicht auf, damit diesen Felsen den ganzen Tag anzustarren? Naja, er ist eben... Er will das eben. Na, wer bist du? Ich habe überhaupt eine Vorstellung davon, was es bedeutet, am Rand der Welt zu leben. Ein falscher Schritt und es geht abwärts! Ich habe es satt, in diesem langweiligen Inselparadies zu leben. Oh, bin ich jetzt ein schlechter Mensch, weil ich so denke? Nein. Ich würde gerne aufs Festland ziehen. Irgendwohin, wo es keinen Ozean gibt. Wieso? Der Ozean ist doch schön. Ich habe das noch nie verstanden. Schon im ersten Teil nicht. Aber okay. Tschüss. Oh, warte, da war noch einer. Wow. Das sieht hübsch aus. Wenn es auf der Aquainsel nicht zu finden gibt, was haben diese Moai denn zu bewachen? Tja, Dude. Zyklon! Ha! Hallo am Strand. Yeah, yeah, yeah. Hört man niemals auf zu fallen, wenn man in die Gaia-Fälle hinunterstürzt? Ist doch lustig. Irgendwann gewöhnst du dich dran. Wenn die Männer von Apogee alt werden, gehen sie alle auf die Aqua-Insel. Werde ich auch eines Tages dorthin gehen müssen? Wäre es denn so schlimm, wenn du dorthin gehen müsstest? Ja, Geld. Kohle, Kohle, Kohle. Oh, hallo, du stehst auf einem Bett. Ich darf nicht ins Meer. Warum, kannst du nicht schwimmen? Hey, Sie da, wussten Sie, dass alle Kinder Sie als Helden betrachten? Warum?
Wow, er schwamm im Meer und hat die Strömung überlebt und er sieht mich an. Redet sie wirklich von mir? Die Strömungen rund um Apogee sind viel zu stark, als dass man die Kinder alleine im Meer schwimmen lassen dürfte. Sie sind sogar für viele der Erwachsenen zu stark. Sie können einen Menschen mit sich reißen. Ich werde meinem Sohn auf gar keinen Fall erlauben, im Ozean zu schwimmen, bevor er nicht erwachsen ist. Naja, aber ihr solltet ihn wenigstens ein bisschen üben lassen. Finde ich zumindest. Wartet mal ganz kurz, gleich ist die Musik kurz weg. Tut mir sehr leid. Aber auf meiner Liste steht, dass es hier einen Schien gibt. Aber ich habe mir nur die Standorte diesmal aufgeschrieben. Aber bestimmt erst später, wenn wir das Wasser irgendwie senken können. Da steht ganz eindeutig Apogee Archipel. Und zwar... Ich glaube, es ist so einer. Naja. Gibt's hier eigentlich sonst nichts weiter? Ah, doch, hier. Wow. Sieht echt cool aus. Ja, da bist du ja, du kleiner Schelm. Ich sehe dich, aber ich weiß noch nicht, wie ich zu dir komme. Ich kann hier nicht einfach Seiltänzer einsetzen, oder? Wohl nicht. Okay. Na gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part. Ich gehe doch nochmal ins Inn. Ist doch egal. Bis zum nächsten Part. Dieser Part war ein bisschen kürzer. Der letzte war dafür viel zu lang. Ist doch egal. So gleicht sich alles wieder aus. Ist das nicht schön? Tschüss.